Ja, dann gucke ich mal in der kleinen, huch, in der kleinen Bude da mal. In einem kleinen Camp. Mein Gott, was rede ich denn hier? So, das da hinten ist kein Baum zum Zerlegen, oder? Nee. So, dann. Was ist das ein Mistwetter? Ganz cool halt. Wir sind auch richtig gefahren. Ich fahre hier einfach, aber es sieht so aus. Ja. Ach, ich wollte noch mal gucken wegen den wegen der Fettverbrennung. Damit meine ich nicht, das meine ich nicht diätisch. So, 19, warum haben wir denn noch 19 Schuss? Was haben wir denn mit den ganzen? So, hier sieht es gut aus. Dann können wir noch. Eins, warte mal, hier, wir nehmen erstmal die 1, 2, 3, 4, glaube ich, passt noch rein, oder? Ja, wieder einzeln reinlegen, okay. So, dann haben wir das. Und hier brennt es noch 56 Minuten. Ah, es könnte vielleicht eng werden. Ach, egal. Das hole ich dann beim nächsten Mal. Achso, ich wollte mal schauen. 19. Ich habe da, habe ich nicht noch, ich habe da bestimmt noch Schrotmunition. Achso, warte mal, ich kann ja gleich mal hier das hier wieder reinmachen. 50 Mal haben wir was davon jetzt. Cool. Jo. So, hatte ich denn die Munition? Achso, das ist alles Selbstbau hier. Ah, hier. Ach, wir haben ja noch reichlich. Jetzt, wo uns da so viel Spaß macht, nehmen wir nochmal und packen mit hier. So, mal Tür zumachen hier, damit es nicht reinregnet. Und dann würde ich nochmal zum anderen Banditencamp fahren. Ach ja, und ich wollte ja den, die Karre da mir. Gucken, ob die aus. Ich überhaupt. Ich kann ich wahrscheinlich gar nicht nehmen. Wollen wir mal sehen. Ich rede wirr, ich weiß. Aber ihr werdet bald sehen, was ich meine. So, hier hätten wir auch noch ein paar Autos. Aber wir müssen erstmal hier aussteigen. Das ist natürlich noch mal ein bisschen herausfordernder. So ein Auto. Das würde ich vielleicht noch mal mitnehmen. Das ist ja gar keins zum. Ach Gott, ja. Sieh Gott. Das kommt von dem Regen halt. Das wird jetzt natürlich noch mal etwas schwieriger. Nee. Oh, der schießt ja zurück. Was ist hier los? Oh, warte mal, ich muss mal vorher speichern. Streifschüsse scheinbar, wenn ich mir meine Gesundheit angucke. Ja, das waren wann? Ist die 3, oder? Waren es nicht 4? Na, wir werden es ja merken. So, ja, das ist sehr gut. Fragment will ich nicht mitnehmen, haben wir noch. Okay, Aiming Laser 15, 17. Die beiden haben wir auch. Okay. Handschuhe, Palmgas, Pepsi, haben wir gerade Durst, ja, trinken, achso, dann nehmen wir die jetzt mal hier mit. Ach, warte, das vergessen. Da. Ja, Bandage können wir mitnehmen und nix. Okay, na gut, das war jetzt nicht so. Doch nicht so erfolgreich, aber gut.
trinken wir erstmal was. Okay, ich schau hier trotzdem noch mal rein. Das Auto können wir gleich zerlegen. Das brauchen wir gerade nicht. So, naja, die haben wir auch schon. Naja, komm. Gut. Ja, dann zerlegen wir das Auto noch. Ich weiß gerade nicht. Und dann, ja, würde ich mal sagen, machen wir mal in unser Häuschen. Die Fahne brauche ich ja nicht zu hissen, das hat bringt irgendwie noch nichts. Ja, cool, also mit dem, mit dem Zielvisier läuft das mal ganz gut. Selbst für so einen nicht so guten Schützen wie mich geht das. Ist nichts mehr. Was soll das? Können wir auch nicht nehmen. Was ist das hier? Achso. Ein Seil. Ja, nehmen wir mit. Ah, hier können wir noch. Okay. Aber gefühlt habe ich das gar nicht so viel eingesammelt, oder? Naja, gut. Wir werden sehen. Wir werden jetzt mal zurückfahren, also in die Holzhütte und erstmal Nägel bauen. Achso, nee, warte. Ach ja, genau. Das hier. Fast wieder vergessen, was ich eigentlich von mir wollte. Irgendwo da hinten, ne? Ich guck mal. Hier ist noch was. Okay. Gut, erstmal nochmal kurz in die andere Richtung, weil ich wollte nochmal schauen, ob diese Lokkarre da irgendwie noch ist und ob man die aufs Auto laden kann. Wenn nicht, muss ich mir eben so ein Ding bauen. Upsala. Ich glaube, die habe ich irgendwo mal hier so da hingestellt. Sieht echt mal so cool aus irgendwie, wenn es hier gewittert. So. Dann müsste das. Wo war denn das da hinten, glaube ich, habe ich es mal hingestellt. Aber ich fürchte fast, das können wir nicht aufs Auto laden. Mann, muss das ja so ein Mistwetter sein hier? Ja. So, das. Ne, können wir nicht carryen. Ne, das können wir bloß ziehen. Aber, achso, damit kann ich bloß NPCs? Ehrlich? Ich dachte, könnte man nicht. Warte mal, mal kurz was gucken. Man konnte doch damit auch. Ah, es gibt zwei verschiedene. Das ist wahrscheinlich das Basic Card und dann gibt es das Lock Card. Okay. Ach cool, ich brauche dafür ja gar keine Räder, scheinbar. Aber hier steht ja, this card can contain anything. Also kann ja eigentlich alles mit rein. Warte mal, habe ich nicht irgendwo, ist hier nicht irgendwas? Ach guck mal, wir können jetzt diese Kiste hier zum Beispiel mal nehmen. Ist da was drin? Naja. Ach, ich nehme die mal mit. Die kann ich auch da reinschmeißen, oder? Müsste doch gehen. So, dann kann ich das schieben und es ist noch drin. Ja, alles gut. Nee, geht. Oh, ich stehe jetzt mal wieder zurück, weil ich kenne mich, wenn ich ja nächstes Mal mit dem Auto lang fahre, dann crash ich dagegen und mache wieder einen fünffachen Salto. Okay, ja, aber ich muss ausprobieren. Okay, dann baue ich mir so ein Ding, ist ja kein Thema. Ich dachte bloß, wir können uns das vielleicht sparen. Dass ich das irgendwie einfach hier auflade und mitnehme. Weil wir werden viel Holz noch brauchen, um das weiter auszubauen. Wenn wir das so, wie ich mir das mal so jetzt im Nachgang vorgestellt habe, wird das noch ein bisschen an Holz benötigen. So. Kann das mal bitte jetzt aufhören mit dem Regen und mit dem Gewitter? Ist voll laut irgendwie auf der Ohren irgendwie gerade. Jedes Mal begeistert von dem Wetter.
Also wirklich von der, wie es aussieht. Das haben nicht viele Spiele, würde ich mal behaupten. Achso, ich komme jetzt von der Seite. Da ist natürlich blöd. Warte mal, ich muss mal für mich. Na, da liegen wieder irgendwelche Loks rum, weil die keiner weggeräumt hat. Das ist bestimmt der Bewohner von diesem weißen Haus hier gewesen. So. Da nehmen wir die Abkürzung hier lang. Am Mittwoch kommt der Enshrouded raus. Das sieht auch sehr nice aus, das Spiel. Da habe ich auch mal so ein bisschen die Demo angefangen. Damals, da gab es so eine 8-Stunden-Demo, die ist aber irgendwie verschwunden, obwohl ich schon gar nicht 8 Stunden gespielt habe. Egal. Da bin ich auch gespannt, wie das so wird. Das stelle ich mir auch sehr nice vor. Da war so ein bisschen was von Valheim. Das habe ich auch damals gesuchtet. Mal gucken, was das so wird. Ich sag mal so lange, also klar, wir bauen jetzt hier noch und mal schauen, wie weit wir das hier fertig kriegen. Bis wenn jetzt hier die Hütte soweit fertig ist, wie ich mir das vorstelle, etc., dann boah, müssen wir mal gucken. Oh, da ist ein Reh oder so ein. Ach, ich fahre schon mal hier vorbei, weil ich irgendwie auch nichts sehe hier gerade. Ist ja krass, ey. So, halten wir erstmal an hier und raus. Uiuiui, ich gehe mal ins Haus, das ist erstmal ruhig, glaube ich. Ist das eine Wohltat. Okay, was ich noch machen wollte, wo ist meine Werkbank? Ach so, ja, ach, deswegen wollte ich auch noch die Banditen erledigen, weil ich die Hoffnung hatte, dass die vielleicht auch Electronic Parts dabei haben, weil die sind in der neuen Welt ja eh etwas rar gesät und in die alte Welt kommen wir ja aktuell nicht. Also kommen schon, aber da ist nichts. Also ja, auch da können wir in dieser surrealen Welt irgendwas looten, aber das ist, fühlt sich irgendwie falsch an. Von daher hatte ich gedacht, vielleicht haben die Banditen ja irgendwie Elektronik-Parts, weil die Dinge, auf wo wir ja draußen so ein. Aber das ist eben eine andere Art von Generator, die wir jetzt da draußen haben. Da funktioniert das irgendwie nicht so mit den Steckdosen und alles. Vielleicht muss man die auch da erst hinbauen oder so, keine Ahnung. Aber naja, egal. Es wird gleich dunkel und das heißt, ich kann auch gar nichts groß jetzt mit Blaupausen machen, weil. Aber ich könnte, warte mal, was brauche ich denn für diese Lok? Oh Gott, ich muss mal Sachen rauspacken. Habe ich eigentlich noch. Wo habe ich denn jetzt den Schrank hingestellt, den ich. Ach, da in die Garage, okay. Vielleicht packe ich den erstmal in die Bude und mache da erstmal so Sachen rein, die wir jetzt erstmal auf die Schnelle benötigen. Ich sehe schon, wir fangen hier wieder an, irgendwie alles hier kreuz und quer reinzuräumen und dann brauchen wir am Ende wieder. Zwei Streams lang Zeit, um wieder alles zurechtzurücken. Aber gut, es ist wie es ist. Ich esse mal so ein paar Pfirsiche, dann habe ich gleich auch hier den Durst so ein bisschen damit erschlagen. Ja, ich mache jetzt erstmal, das ist jetzt wieder zu dunkel draußen. Dann werde ich erstmal die Nägel machen. Da haben wir jetzt einiges ja noch zusammen. Acht, wie viel haben wir da? Acht, sechs. Ne, da müssen wir noch ein bisschen was holen aus dem Auto. Und dann, ja. Gehen wir dann erstmal pennen, würde ich sagen. Okay. Schon wieder. Ja. So, die Tür machen wir mal zu hier, weil wir wissen nicht, was passiert, wenn ich hier die Nägel bastel. So, Nägel. Wie viel machen wir denn? Machen wir mal. Ja, komm, hier hauen wir richtig rein jetzt hier. Ich will nicht wegen jedem Nagel mal zurücklaufen hier. Das ist ein Hebel. Ich habe mich gerade gewundert, warum ist er auf einmal so leise? Okay.
Ja gut, Türen sind zu. Früher konnte man bei Nebel nicht schlafen, kann es sein? Na, wir gucken mal. Ich speichere erstmal. So, 20, also 21 Uhr, ja, machen wir 10 Stunden, dann sollten wir es wieder hell haben. Na doch, kann schlafen. Oder nee, nicht bei Nebel, sondern irgendwie, wenn man Zombies draußen gehört hat, die haben dann irgendwie da rumgeknarzt oder so, keine Ahnung. Dann konnte man irgendwie nicht dann ins Bett gehen und sowas und so eine Scherze. Okay, dadurch, dass wir gleich erstmal anfangen. Nee, ich mach das mal so, ich erstmal so einen Fleischtopf und trinke mal Wasser. Und dann, ja, würde ich mal sagen, wenn wir gleich mal schön Holz hacken gehen. Vorher brauchen wir uns den Lockholder denn noch. Also, wir brauchen erstmal das Holz dafür. So, und dann packe ich hier aber erstmal so den ganzen Kram rein, was essenstechnisch. Und was wir jetzt erstmal so nicht brauchen. Was haben wir denn hier so? Ja, da kommen Sachen rein, die wir erstmal nicht brauchen. So, Axt brauchen wir ja. Oh, den werde ich hier auch mal reinhauen. So. Components und so brauchen wir jetzt. Ach doch, vielleicht für die Karre. So, Flaschen brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Waffe brauchen wir auch erstmal nicht. Gut. Dann haben wir das soweit so frisch gestärkt. Dann werden wir auch nochmal speichern. Und erstmal einen Lockholder, würde ich sagen, bauen, damit wir ein bisschen sammeln können. Wo war der jetzt? Ach, ich suche den jedes Mal. Warum kann ich denn nicht den. Naja. So, da ist er nicht. Hier ist er. Okay. 12 Bretter brauchen wir erstmal dafür. Ich muss mal gucken. Ach so, ich muss erstmal eine Säge und so mitnehmen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die Säge war weg. Ach, die ist, glaube ich, in der großen Kiste, oder? Oh, wir haben sogar noch ein paar Bretter, okay. Ach ja, wir brauchen ja auch natürlich noch einen Hammer und Schraubenzieher brauchen wir, glaube ich, bloß für Fenster und so. Da würde ich erstmal drauf verzichten, solange wir nicht sicher sind, dass wir das so lassen. Oh, die Säge ist auch schon wieder fast tot, ey. Ach, hör doch auf. Ach, immer wenn man denkt, jetzt kann man richtig loslegen, ist schon wieder irgendwas. Ja, egal. Wenn ich eine Säge baue, was brauche ich dafür? Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Ach komm, da bauen wir uns dann einer, dann ist auch gut. Gut. Problem schon erkannt und gelöst. So, habe ich noch irgendwo Loks rumzuliegen? Ich muss immer aufpassen, dass ich da hinten nicht lang latsche. Nicht wieder. Ich muss auch noch. Ach, da, guck mal, da sind da noch welche. Sehr gut, dann machen wir erstmal ein paar Bretter. Gibt es hier eigentlich auch Bretterhalter? Es gibt ja Tatsache Spiele, die für jedes hier eine Halterung haben, aber ich glaube nicht, wa? Bloß für Loks. Aber gut, die Dinger kann man ja auch theoretisch in irgendwelche Schränke packen. Okay. So, dann Lockholder. Ich weiß gar nicht, wie viel haben letztens reingepasst? Fast 30 oder so. Wow. Ach, jetzt fehlt mir noch ein Brett. Mann, nee. Ein duos Brett. Naja, ist ja sowieso besser, wenn wir jetzt hier gleich alles wegsägen, dann liegt hier nichts rum. Gut. Obwohl, da will ich eigentlich gar nicht groß hinhaben. Ich hatte überlegt, ob er hier so eine Stachelfallen macht, irgendwie. Wenn die eh mal ins Haus kommen, dann pieken sie sich da vielleicht gleich auf. Das würde ich vielleicht. Könnte man ja theoretisch, das wird recht zu groß sein, oder? Das hier so ans. Hier so hinbaut? Naja, dann guckt man da blöd durch. Oh, nee, nee, das ist nichts. Okay, ich muss ja erstmal überlegen, wo würde ich denn am ehesten jetzt vor? Also eigentlich hier hinten, glaube ich. Dann, naja, nee. Ach, egal, komm, ich hau den jetzt hier hin. Und zur Not müssen wir ihn eben wieder kaputt machen.
Gut, dann will ich mir so ein Wägelchen bauen. Genau. Brauchen wir nochmal. Okay, erstmal einen Baum fällen hier. Ich würde nämlich auch gucken, dass ich auch Bäume nehme, die jetzt nicht in der unmittelbaren Umgebung sind, weil so ein bisschen schön finde ich es ja schon, wenn so ein paar Bäume hier rumstehen. Weil das wäre ja schade drum, wenn wir uns hier die ganze Idylle hier zerstören. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viele Bretter brauchten wir jetzt? 16, wow. Krass. Das ist ja wirklich krass. 16 Bretter. Na gut, muss ja noch einen Baum fällen. Glaube ich, oder? Das könnte vielleicht knapp hinkommen. Ja, das wird genau hinkommen. Vielleicht brauche ich auch noch zwei Loks und die liegen da noch rum. So, nochmal gucken. Ach, mir fehlen noch zwei Bretter, ehrlich. Nee, ich guck falsch. Doch, immer noch zwei. Ach so, ich habe die noch gar nicht aufgehoben. Das ist schlau. Und zwei Loks. Okay, dann können wir wie. Ah, nein, es geht das wieder los. Die kann ich wahrscheinlich wieder nicht bauen, oder? Weil ich ja die Dinger nicht ins. Nicht ins Inventar schmeißen kann. Oh nein! Dann tut es mir leid. Ja, aber der See, wo ist der See? Da hinten? Aber der ist ja dahinter, den sehe ich ja wahrscheinlich sowieso nicht. Ich baue da hinten noch irgendwas hoch. Naja, mal gucken. Hast du da auch gebaut? Das wäre ja lustig. So, jetzt muss ich allerdings, ja, ich muss jetzt tricksen, ne? Ich muss mir jetzt zwei Loks ins Inventar holen, es tut mir leid. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht ein. 10, 2. Jetzt darauf zu verzichten, auf meinen Lokholder. Wie komme ich da nochmal raus? Ach Gott, das habe ich wieder vergessen. Ach, mit I, genau. Ah, ich habe mir was eingenommen. Dann nehmen wir noch einen. Ach, oben bei der Gärtnerei. Okay. Ach ja, da ist auch cool. Ja, stimmt. Das ist ja ein bisschen, ja, ein bisschen höher, genau. Okay. Ja, aber ist eigentlich schon ein ganz guter Knotenpunkt hier auch, ja. So, jetzt können wir unseren Wagen bauen. Wir mussten leider ein bisschen tricksen, aber gut, ich finde, wenn das Spiel das so will, machen wir das eben so. So, dann stellen wir das dahin. Also für alle, die das Spiel noch nicht so gut kennen, das liegt daran, dass man früher die Loks in den Rucksack gepackt hat, was ja eigentlich unrealistisch ist. Und das wurde geändert, dass man die Loks wirklich nur noch in der Hand halten kann. Problem ist nur, dass hier noch einige Baupläne sind, wo man. Achso, jetzt kannst du wahrscheinlich auch gar nicht da reinhauen, oder? Doch. Dass man jetzt. Ja, die tragen muss und er erkennt die natürlich nicht als Inventarzugehörigkeit, deswegen funktioniert das so nicht. Deswegen gibt es ja einen kleinen Trick, wie man noch an Gegenstände kommt. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme, um sowas mal zu nutzen, weil ich finde das sonst doof, dass ich das nicht dann alles ausnutzen kann, was es hier gibt. Ja, naja, da ist der See. Ich hätte auch hier oben bauen sollen, oder? Das wär, ah ja, ist egal. Ich mach mich jetzt nicht verrückt. So, wir könnten eigentlich auch unsere Kettensäge holen. Warte mal, das ist mir jetzt zu blöd. Wir haben die auch noch nie benutzt, wa? Muss jetzt mal Benzin reinfüllen, glaube ich. So, wo habe ich die? Habe ich die hier oder habe ich die im Auto? Unsere Kartoffeln sind auch bald wieder durch. Irgendwie im Auto oder hier? Also hier nehme ich schon mal das Benzin, nehme ich schon mal mit, das werden wir gleich brauchen. So. Ach, dieses blöde Rack, warte mal, ich pack das mal kurz hier hin. So. Da ist er. Stimmt, aber auch, achso, nee.
Kettensäge. So. Mal kurz gucken, wie das hier so funktioniert. Erdfüll. Woran sehe ich, wie voll die ist? Gar nicht. Weil ich wenig den ganzen Benzin kann, das soll auch mit mir rumschleppen. Hat der überhaupt schon was abgenommen? Warte mal. Nö. Ist ja auch gut. Dann finde ich es völlig in Ordnung. Also wenn der nichts abzieht, dann ist das wunderbar. Ich packe das mal kurz hier rein. Okay, probieren wir mal. Wie schnell das denn geht. Dann könnte ich ja theoretisch auch mit denen. Obwohl ich aber ja immer noch anziehe. So. Achso. Die Baumstümpfe gehen aber nicht damit, wa? Ja, das ist natürlich doof. Na egal, müssen wir den nochmal extra machen. Poh, das geht ja wie geschnitten Brot hier. Wow. Da mühe ich mich mit der blöden Axt immer ab. Das ist auch ein bisschen übertrieben doll. Also schnell, meine ich. Machen wir den hier noch. Okay, ich brauche aber trotzdem meine Axt, weil ich muss die. Ich krieg die Baumstümpfe hier sonst glaube ich nicht raus und die will ich hier nicht stehen lassen. Da ist noch einer. Ja, und für die Bretter bräuchte man eigentlich einen Sägetisch. Was kann man denn überhaupt schon bauen? Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Ich habe doch irgendwo was mit Sägetisch gesehen. Oder habe ich das geträumt? Nee, ich habe das doch, das gab es doch irgendwo, oder? Das Essen, Trinken, Bauen. Ah, ja, wo habe ich denn das? Ich habe doch irgendwelche Teile oder so gesehen, oder? Irgendwas habe ich doch gesehen. Das habe ich gesehen. Ah, okay, da war ich so eine Klinge und das habe ich auch noch gar nicht gefunden. Gibt es das überhaupt schon? Ach, in die Hocke gehen für die Baumstümpfe? Okay. Habe ich noch irgendwo einen? Da. Achso, jetzt mal wieder Motorsäge anmachen. Okay, alles klar. Danke. Jo. Dann sammeln wir mal die erstmal ein. Eins, zwei, drei. Was ist denn das schon wieder? Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Wird das neblig? Oh nein, hör auf, ey. Wird neblig, ne? Ich gehe erstmal ins Haus. Hier spawnen auf jeden Fall viele Zombies. Oder? Ist das jetzt Nebel oder Wetter? Ne, ist Wetter, oder? Tja, das wüsste. Ich habe mal meinen Flammenwerfer in der Hand. So. Eins, zwei, drei. Was macht ihr denn? Ich drücke mal die falsche Taste hier, verdammt. Komm hier. Wieder nicht. Eins, zwei. Ich begreife es gerade nicht, warum er immer die. Okay, also kein Nebel. Nein. Sondern mal wieder Unwetter. Das ist natürlich super, wenn man mal schön hier gemütlich einen gemütlichen Baustream machen will und hier es nur am laufenden Band regnet. Wow, wie viel kann der denn da rauf? Ich glaube, das war schon, ne? So, komme ich hier unfallfrei irgendwo runter? Da sieht es ganz gut aus.
So, dann würde ich sagen. Okay. Gut. Dann hier hin und dann. Na, nimm schon. Du traut er sich nicht. Aha. Okay, das passt sogar. Okay, jetzt kriegt er nochmal. Was habe ich jetzt? 15, glaube ich. Kriege ich rein. Gut, das ist ja schon mal ordentlich. Auch wenn das immer erstmal viel aussieht, was man da sich so erstmal so zusammensammelt, aber es geht ja dann rasend schnell, wenn man erstmal anfängt, hier richtig zu bauen. Aber es ist ja alles runtergekullert, das war natürlich auch nicht so schlau von mir. Aber gut, was soll's. Man lernt ja doch was. Ich drücke keine andere Taste außer F. Es ist, ja, genau. Schlag den Baumstamm. Ach, jetzt kann ich da nicht hinterherkommen. So. Ich dachte gerade, da kommt irgendwer. So. Und dann hier wieder. Ja, also wenn man die Survivor hat, dann helfen die einem ja auch ein bisschen beim Holzhacken und so. Das ist sehr vorteilhaft. Erstmal noch nicht dabei wieder. So, kann ich noch 5 nehmen? Ich weiß gar nicht. 1, 2, 3, 5. Ne, passen nicht mehr, oder? Auch doch. Naja, eigentlich nicht. Die hat er wieder irgendwo verschluckt. Also 2 Baumstämme bestimmt. Naja. So. Ist das jetzt hier gerade Herbst im Miss Survival oder so, dass das hier die ganze Zeit rumsaut? Das ist ja furchtbar. Das ist ja weniger schön. Nein! Oh, habe ich mich erschrocken. Da steht einfach ein Bier auf unserer Veranda. Alter Schwede, ey. Ich habe mich ja ganz gemütlich mit der. Ja. Also der Lokkarren hat sich auch versteckt hinter dem Baum. Er hat sich auch erschrocken vor den Bären. Da steht das Vieh da einfach, alter Falter, ey. Gut, wir haben ihn zumindest verjagt. Also ich will auf jeden Fall, ich hoffe, der ist nicht in die Bude gerannt, aber ich glaube, ich hatte alles zu, oder? Ich will auch auf jeden Fall, ich muss hier auch einen Zaun rumbauen, das hilft nichts. Also. Und wenn ich den dann hochbaue, dann habe ich ja vielleicht auch eine Sicht auf den See, denn ich wollte auch noch so ein. Ach, ich will noch so viel bauen eigentlich. Jetzt schon ein bisschen Bock, das hier richtig auszubauen.